Frühstück von Frauen für Frauen in der Relaxzone der SPÖ Schwechat. Ein gemütlicher Vormittag und Zeit auch für einen Austausch von Informationen. Es wird immer mehr für die Frauen getan. Wird auch für die Frauen wirklich viel getan? Ja, wir haben eine wirklich tolle Bilanz, die wir vorweisen können durch unsere Frauenministerin. Es ist einiges in den vergangenen Jahren weitergebracht worden, aber wir haben immer noch viel vor. Heute geht es aber darum, dass man sich wirklich ein bisschen entspannen kann als Frau bei unserer Relaxzone. Sind aber auch Männer herzlich willkommen. Ja, es geht wirklich darum, einmal den Alltag hinter sich zu lassen, weil einfach vor allem Frauen mit mehrfach oder von mehrfach Belastungen einfach betroffen sind. Es war die Zeit jetzt sehr hektisch und jetzt ein bisschen runter vom Gas und gemütlich miteinander in die Ferien. Jetzt haben viele gesagt, es ist eine Mehrfachbelastung der Frauen, dreifach, vierfach Belastung. Wie geht die Frau in der heutigen Zeit damit um? Sie bittet immer wieder den Partner, sich einzubringen und es gelingt auch immer mehr. Die Männer kriegen wir schon schön ins Boot. Es wird auf jeden Fall gut angenommen und es freut uns besonders, weil wir auch eine Relaxzone hier eingerichtet haben. Wir haben auch einen Lesetisch eingerichtet. Das heißt, wir bemühen uns um die Frauen und die Frauen bekommen alles, was das Herz begehrt. Alles, was die Frau begehrt zum Frühstück und vor allem einmal Zeit für sich selbst. Das ist unsere Devise. Die Frau in der heutigen Zeit mit Mehrfachbelastung, zu wenig Zeit für sich selbst? Ja, leider, sehr oft. Beruf, Familie, Kinder, da bleibt doch für sich selbst einfach wenig Zeit und deswegen gestalten wir heute diese Relaxzone, um einfach den Frauen ein bisschen Freiraum zu schaffen. Sie kochen heute für Frauen, Arbeit von Frauen für Frauen? Richtig, ja. Macht mal Spaß. Sie machen das richtig mit Herz? Ja, so soll es sein. Wenn wir uns umsehen, worauf wird denn beim Frühstück in der heutigen Zeit Wert gelegt? Auf einen guten Kaffee. Da gehöre ich selber dazu und Obst, Gemüse, Müsli, das ist momentan oder Eierspeis, das ist einfach der Renner im Moment. Was frühstücken Sie denn zu Hause? Ein gesundes Frühstück, Vollkornbrot, Gurken, Tomaten, wenig Wurst, ziemlich so wie da. Und was essen Sie jetzt? Ich habe das selber gegessen, Vollkornspitz mit Schnittlauch, ein Ei, ein Müsli, also ich fühle mich richtig wohl dabei. Es ist eine wunderschöne Einrichtung wieder mal von den Frauen und der Garten hier ist natürlich eine super Ambiente und ich freue mich, dass ich da sein darf. Es gibt verschiedene Müsli-Sorten, Obst, Gemüse, alles vorhanden. Das Wetter hält und natürlich mein Hund ist immer dabei. Die Bonita darf auch mit frühstücken? Ja, die Bonita darf mit frühstücken. Sie kriegt ein Hundemüsli. Wie unterscheidet sich die Rolle der Frau in der heutigen Zeit gegenüber früheren Jahrzehnten? Nein, es ist sicherlich so und es ist auch gut so, dass Frauen Job und Kind unter einen Hut bekommen. Da müssen aber die Rahmenbedingungen noch besser werden. Ja, das bedeutet einfach Ausbau auch von Kinderbetreuungseinrichtungen, wenn wir sozusagen auf ganz Niederösterreich blicken, aber auch auf ganz Österreich. Es muss noch einiges passieren, aber es ist bereits, sind die Rahmenbedingungen besser geworden, so dass die Frauen sich in ihrem Job entfalten können und auch sozusagen mit ihren Kindern. Sehr anstrengend teilweise, doppelte und dreifache Verpflichtungen, das ist sehr ernst zu nehmen und deswegen gehört umso mehr darauf geschaut, dass die Frauen sich einfach zusammenfinden, miteinander plaudern, austauschen und auch relaxen. Diese Relaxzone ist aber kein einmaliges Ereignis, sondern das gibt es während des ganzen Jahres. Ganz genau, die Idee geboren hat unsere Bezirksvorsitzende Katharina Kucharowitsch. Diese Relaxzone wird durchgezogen im gesamten Bezirk. Wir waren schon in Himberg und die nächste wird in einer anderen Ortschaft stattfinden. Also das wollen wir einfach als Fixpunkt in unsere Arbeit einbinden.